Hallo, ich bin Jasmin. Ich war früher hier im Haus Babylotsin auf der Wochenbettstation und hatte mich nochmal dazu entschlossen, eine Ausbildung zur Hebamme zu machen, weil das mein absoluter Traumberuf ist. Und diese Ausbildung habe ich jetzt im März 2023 erfolgreich abgeschlossen und habe heute tatsächlich meinen allerersten Arbeitstag als examinierte Hebamme hier im Kreißsaal Neukölln. Den Kreißsaal Neukölln, den habe ich schon kennengelernt als Schülerin und habe das Team immer als sehr vielfältig und sich gegenseitig unterstützend wahrgenommen. Es gibt hier eine sehr flache Hierarchie, das heißt, die Ärztinnen und die Hebammen sind praktisch auf einer Augenhöhe. Und das gibt mir als Neuling das Gefühl, dass ich mich immer rückversichern kann zu jedem Moment, aber auch, dass meine Meinung akzeptiert wird. Hallo, ich bin Ines Sanhaji, seit 2009 Hebamme hier im Krankenhaus Neukölln und habe mich schon zu Beginn meiner Hebammentätigkeit der Lehre verschrieben. Die Hebammenausbildung wurde ja zum Studium umstrukturiert, wodurch wir ein Kooperationspartner der Charité geworden sind und haben in den vergangenen 2 Jahren den Theorie-Praxistransfer qualitativ hochwertig aufgebaut, wodurch sich auch mir eine neue spannende Perspektive ermöglicht hat. Ich habe die Chance bekommen, mich zu qualifizieren, und bin seit September 2022 freigestellte Praxisanleiterin, ja, und darf mich jetzt der praktischen Ausbildung der Studentinnen widmen. Hallo, mein Name ist Anne Wüst. Ich arbeite seit 2010 als Hebamme. Vor 1,5 Jahren habe ich mich entschieden zu wechseln, und zwar in ein großes Klinikum, in ein Level 1 Krankenhaus mit einem Perinatalzentrum, um mich beruflich weiterentwickeln zu können. Und gerade auch in dieser Zeit, in diesen letzten 1,5 Jahren, habe ich für mich selber ganz große Fortschritte gemacht. Ich konnte viele Erfahrungen in Zwillingsgeburten, bei Drillingsgeburten sammeln, aber auch gerade bei Frühgeburten, von ganz kleinen Frühchen angefangen bis zu den größeren Frühchen. Das hat mir genau das, also hat meine Wünsche direkt erfüllt, die ich mir gesetzt hatte, bei meinem Wunsch zu wechseln. Zusätzlich arbeite ich gerne im Klinikum Neukölln, weil ich das hebammenspezifische Fortbildungsangebot sehr schätze. Gerade aktuell haben wir die Möglichkeit, uns während des Hypnobirthings weiterzubilden oder auch ganz speziell auf gewisse CTGs, CTG-Muster zu schulen. Und deswegen arbeite ich gerne hier.